Hallo, guten Morgen an alle. Wie geht's euch? Ich hoffe, dass es ein schönes Wetter heute ist. Es sind 7 Grad. Es ist sehr schön. Ich wollte heute etwas mitteilen. Weiß, dass ist jeder versucht, das Beste zu reinigen, die Wohnung und auch die Wohnung mit Natursachen und das Besuchen immer das Beste zu machen. Und ich hoffe, dass ich das diese Mittel helfen. Euch, dass ich das machen kann. Das ist in Schale von Orangen und hier habe ich Orange und auch Clementine zusammen. Und Sie sehen, das ist ganz schön. Sind ganz trocken. Ja, sie sind ganz trocken. Muss so ganz trocken sein. Ich mache das in Heißung. Auf den Heißung mache ich das. Und da ist das Ende. Ich mache nicht meine Heizung auch so voll, sondern ich lasse, dass sie schon trocken sind, Natur. Und Heizung ein bisschen zur Seite. Und diese Produkte machen wir bis hier voll mit der Schale von der Orange und Clementine, und die trocken sind. Und dann machen wir hier bis hier mit dem kompletten Essig, Essentia Essig. Jeden Supermarkt kann man finden. Und dann lassen wir hier voll hier mit Essig, machen wir so. Mit so einer Decke und dann machen wir in einer rauen Stelle, im Keller oder in einer dunklen Ecke, wo einfach nicht kein Licht bekommen und einfach Ruhe von 15 Tagen, 14 Tage, pardon, 2 Wochen. Und dann, sobald es ist fertig ist, das kann schon raus und eine Teelöffel, so kann man das. Kann man schon den Essig schon raus in eine Liter Flasche, ja, eine Tonne von, dass ich so machen kann, das Wasser hier rein und diese Teelöffel hier rein und machen wir das Wasser hier nicht komplett voll, ja, und dann bitte, damit nur machen wir Küche, Holz. Diese Brett kann man auch machen, reinigen. Das ist sehr toll. Es ist immer noch blau, rich oder Zwiebel. Auch Natur, Zitrone, Orange und Essig waschen ein bisschen. Und das war's. Und es ist sehr schön gemacht. Aus Holz nur mit einer Lappe. Einmal eine Lappe auch. Bisschen das von den Produkten hier, wenn der gespritzt ist. Einfach und dann komplett. Und dann bleibt es sehr schön und aromatisch die ganze Wohnung. Sehr schön. Das kann man immer das reintun, was machen und die Schalen, wenn sie nicht mehr gut sind, einfach wegschmeißen und dann wieder von vorne anfangen. Das voll machen, waschen hier, einfach wieder rein, Essig und dann 14 Tage wieder benutzen. Ah, bitte, nicht am Marmor, Treppen oder Boden. Das nicht. Fliesen zum Beispiel wie diese hier, habe ich gereinigt und es riecht so gut, wird nicht gefleckt, nicht Farbe, nicht gefärbt mit dieser gelben Farbe von den Schalen. Gar nicht. Und riecht wirklich aromatisch. Ne? Alles. Und das ist sehr schön. Ich wollte einfach, dass ich es mit euch teilen, was ist wirklich sehr gut. Für Boden auch, so wie hier, so zum Beispiel, was ich habe, auch bei mir zu Hause gerade. Es ist wirklich eine ganz tolle Sache, was ich wirklich nicht auch geschehen oder Flecken bekommen, sondern das Gegenteil. Und auch beim zum Beispiel auch das hier, wenn Sie sehen, wie glänzt es auch noch. Es ist sehr toll auch und wirklich ist sehr schön. Von Mitte zum Reinigen wirklich das Beste. Da habe ich gelernt von einem YouTuber, von mir, einer Freundin aus Argentinien, Dana und Roma. Und dann habe ich wirklich das gemacht und war wirklich sehr toll. Ich bin begeistert. Ich wünsche einen schönen Tag noch, genießen dieses Video. Und wenn Sie jemand einfach teilen wollten, ich habe jetzt hängen so bei meinem Kanal in YouTube, kann Sie euch das gucken. Ich denke, wir lernen von dass diese tolle Sachen einfach viel und dann kann man, wie gesagt, viel Sachen benutzen. Für die Toilette, für das Badezimmer, für die Küche, für alles, die ganze Sachen, ganze Wohnung kann man schon mit dieser Sache, mit diesen Produkten reinigen und noch besser, das Essig ist sehr wertvoll, so besonders reinigen, weil es antibakteriell und viral und das wirklich ist sehr schön und duftet. Ich wünsche einen schönen Tag und dann teile es ihn einfach. Danke, tschüss.